Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light mit Little und TKB, ich finde es immer süß, dass du ab und zu leuchtest. Machst du das mal Absicht? ja, nur also wenn ich Light sage. Ah, okay. Das ist echt eine gute Idee. So, wir sind immer Was noch mit wollten unserer wir? defekten Hardware unterwegs, falls irgendwas sein sollte. Wenn wir kurze Aussetzer haben, wir haben Probleme mit dem Signal zum Fernseher. Kann also sein, dass wir ab und zu mal plötzlich stocken und eine Pause machen und dann plötzlich anfangen zu reden. Wo ist das Signal? Geht's noch? So, gut. Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Wo müssen wir hin? Geh mal. Das ist eine Sprich gute mit Magna Frage. unter der Stadt der Populäser. Das reicht in den Tempel in der Höhe nie. Also mit Magna sprechen. Ja? Ja. Okay. Aber hier Das sind ist nur die halt. Oh, Nebenaufgaben. Rubella in Not haben wir immer noch. Ja, wir haben auch keinen Zirkus entdeckt. Aber er war in der Rambert-Ebene. Vielleicht entdecken wir ihn jetzt bald. Okay, gut. Alles klar. Na dann. So, also wo müssen wir hin? Mit Magna sprechen. Ah, okay, gut, dann reden wir mit dem Follow Steinklops. me, I'm leading the way. Mal sehen, ob meine Stimme das nicht umbringt. So reden wir mit ihm. Ich stehe jetzt um dein Gemüt. Verehrte, ich fühle mich jung und gut. Mein Herz schlägt endlich wieder rein. Frei bei Rambert ohne Pein. Hoch in den Himmel hebe ich euch. Aber dann kann ich wirklich nicht mehr bleiben. Die kleinen Kerle auf meiner Schulter müssen endlich wieder Handel treiben. Die wohnen also wirklich auf ihm. Und er ist sich dessen bewusst. Stimmt, er trägt die Stadt auf dem Rücken. Wow, und die müssen jetzt aber ganz schön gewöhnt sein bei dem Rumgeschüttle. Ja. Hab Dank, Magna, für die tolle Reise. So hoch im Himmel war ich noch nie. Robert, viel Glück bei all deinen Geschäften. Wartet, Aurora, ich bin mit von der Partie. Gelingt's mir, neue Märkte zu gewinnen, werde ich doch noch Margarets Herz erringen. Willkommen in unserer Truppe. Ich ahne Bankrott für die ganze Gruppe. Der war gut. Der war gut und richtig schön Tiefschlag. Herzog und die Herzogin, Kapitel 7. Ui, wusste ich doch, dass es gute Sie gehen Idee war, wieder erstmal die umzufliegen. Höhe. Eine Truhe. Komische Inseln hier. Was Kiffen zum. erstmal. Oh, die Achso. tun dir weh. Das, Jetzt hör doch mal achso, auf. das Ding da hat mir weh getan. Ich habe mich gerade gewundert, was mir da weh tut. Wind? Ja. Noch eine Truhe. Hui. Ja, ich kann das halt nie so nachvollziehen, weil der Kriculus hat überhaupt kein Problem. Eine Menge Zeug warf der Zirkus über Bord. In Ah. Nähe und sicher seinem Aufenthaltsort. Ah, wir sind in der Nähe von einem Zirkus, du hast also recht gehabt. So. Da oben ist nur der Ja, den Gegner Gegner. greifen wir mal an. Boom, von hinten. Ich würde irgendwie sagen, er ist feuerempfindlich. Das sieht so nach Eis und Wasser aus. Ja, finde ich auch. So, aber erstmal machen wir unser Standardverhalten jetzt. Erstmal die Gegner einlullen. Ja, das ist eine tolle Fähigkeit. Aber ich würde. Die andere Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze. Ja. Es ist So. schwierig, wenn man drei Gegner hat und sie alle gleich schnell sind. Oh, Guck, nein! ich wusste doch, dass der super schnell ist. Deswegen habe ich den ja verlangsamt. Verdammt! Oh, oh. Sehr Tja, schön. diese Wesen zurückgeworfen. Muss ich doch, die sind wasserresistent. Verdammt, ich bin sie versteinert. Nein, sie ist versteinert. Ah, jetzt kannst du Ah, endlich. es geht ja wieder gut. Tu irgendeinen reinnehmen, der Feuerschaden macht. Okay. Also Robert. Ach, stimmt. So, Bleibst du bei die Nora? Frage ist, wen tausche ich aus? Ich würde sagen den Golem, weil der macht gerade nicht wirklich viel Schaden. Den kann ich eigentlich noch so alles reinmachen. Und jetzt kann ich auch zum Beispiel Dings reinmachen, Aurora. Denn die ist jetzt eindeutig stärker. Na dann, rein mit Aurora. So, und sie muss jetzt erstmal verteidigen. Wenn sie gleich angreift. So. Gut, und er wird ausgewechselt gegen Robert. Robert! Wie sagt mir das auch was? So, Pfeilregen auf alle. Na dann, schieß los. Sprichwörtlich. Oh, ich bin leer. Hat nicht gemerkt, wie lange du hier gebraucht hast. So, auf alle. Mal Licht. Na, dann mal gucken. Was Pff. auch feuerresistent? Was bist du dann Okay. für ein Viech? Dann bist du wahrscheinlich blitzresistent. Blitzschaden brauchen wir dann wahrscheinlich. Also gegen Licht sind sie auch nicht. Ja, aber wenigstens machst du neutralen Schaden. Haben wir irgendjemanden mit Blitzschaden? Ich glaube, wir haben Rubella mit Blitzschaden oder was Licht? Ich glaube, Bella hat Lichtschaden abbekommen. Nutzt Finn und muss einfach seine Ja.
Blitzzauber. Probieren wir es mal aus. Also, Blitz auf wen? Auf den komischen Eisviech hier. Okay. Den ich blende. Jetzt muss ich mal die anderen blenden. Schauen wir doch mal. Ja. Aha. Und bei dem Blitz. Und die anderen müssen wir auch gleich rausfinden. Ach Mist. Aurora kam es ja nicht zum Einsatz, weil sie jedes Mal. Tut mir leid. Kannst du nichts dafür. Du musst jetzt. Denkt aber schon in den Seilen, habe ich das Gefühl. So, dann werden wir jetzt trotzdem einen Schlag machen auf ihn hier. Ich hab nicht alles einsammeln können. Und er macht Blitz auf den da hinten. Ach, ja, toll! Kontern tun die auch. So, jetzt sind wir mal gespannt. Nee, die scheinen keine elementare Verwundbarkeit zu haben. Gut, okay. Na dann, na gut, eins fehlt noch. Gut, Wasser. Vielleicht haben sie Wasserschaden, da glaube ich aber nicht. Der Golem hatte ja Schaden auf sie gemacht, ständig verwundbar durch Wasser. Trotzdem macht sie nur 22 Schaden. Ui. Wie gesagt, Aurora ist mehr eine Magierin. Und leer. Das Spiel wäre ein bisschen schwerer, wenn man nicht nach jedem Kampf wieder volles Leben bekommen würde. Ja. Ja, wieder alle Stufenaufstiege. So, na dann. So. Da haut's rein, so. Oh, da du musst nicht kommentieren, was du tust. Naja, ich folge weiter den Faden, die wir ausgewählt haben. Was ist das? So, gut. Ui. Geht geht's nicht gut, es geht ihm wieder gut. Finster und bedrohlich ist diese schwebende Stadt. Ich fühle mich schwach und matt. So, lass uns mal kurz das hier looten und dann würde ich sagen, lass es erstmal runtergehen. Ich habe das Gefühl, hier gehen wir schon den richtigen Weg. Glaube ich auch. Das heißt, wir bewegen uns erstmal auf dem Grund hier. Merkwürdig, diese Stadt sieht irgendwie aus, als ob alles auf dem Kopf steht. Und einsammeln. Oh! Vorsichtig! So. Luft. Nächster musst du rüber. Ich wollte nicht nach oben fliegen. So, jetzt hast du es. Ungeschliffener Zitrin. Da kannst du dich jetzt tragen lassen. Wow. So, da war ein Gegner. Den machen wir auf jeden Fall auch. Ja. Dem du die Sachen eingesammelt hast. Ich habe sie eingesammelt. Boom. Wieso muss ich bei dem Boom immer an Card Game mit Boom denken? Tja, willst du erklären, von was das ist? Yu-Gi-Oh! Erwünscht! Yu-Gi-Oh! Wenn ihr das nicht kennt, das ist diese Anime, der über das Sammelkartenspiel rausgekommen ist. Also dieses absolutes Product Placement für Sammelkartenspiel. Und da haben ein paar Leute im Internet Yu-Gi-Oh! Erwünscht draus gemacht. Und unter anderem haben sie sich einen der Filme vorgenommen. Und der Bösewicht in dem Film erklärt dann irgendwann... Der Bösewicht in dem Film erklärt dann irgendwann seinen Plan. Und sagt dann sowas wie, Cut Game Boom. Ich glaube, da hat was gefehlt, Schatz. Ja, ich erinnere mich nicht an alles. Mit, wo es halt hieß, ja, was hat denn, unsere Welt ist zerstört worden durch das Kartenspiel. Ah, okay. Und wie soll ein Kartenspiel das gemacht haben? Naja, ich weiß, war nicht so ganz genau dabei, aber war Cut Game und Boom. So. Ich glaube, ich wiederholt ja noch ein paar Mal. Ja. So, wen machen wir jetzt rein? Der ja, dann scheide ich für jemanden. Schwach. Ja, dann versuch's mal mit Rubella. Stimmt, Rubella ist zwar eigentlich auch schwach, aber schauen wir mal. Vielleicht ist der Überrumpelung ja doch ganz gut. Ich glaube eher nur, dass die Viecher verdammt viel Verteidigung haben. Das glaube ich langsam auch. Ich glaube, gegen physische Sachen sind die generell stark. Außerdem tun die doch eh die ganze Zeit körperliche Sachen kontern. Benutzt mal deine Magie. Ja, aber das Problem ist, es ist jetzt lang. Das heißt, hier werde ich vermutlich nicht reinkommen. Mit dem Sternlicht. Ja, probieren wir es, aber nein. Schlechte Idee. Da höre ich einmal auf dich. Tja, wo jetzt? So. Gut, wir können natürlich dann den Golem umrüsten, dass er Blitzschaden macht. Ja, das hilft wenigstens gegen die anderen.
Ach komm, Robert, probier's nochmal. Mach mal eine von deinen Attacken. Zum Beispiel Doppeltreffer. Mach mal Doppeltreffer. So, mal sehen, ob das was bringt. Naja. Nicht wirklich. So, jetzt kannst du mal deine Magie benutzen. Da finden wir mal raus, ob Magie das ist, was hilft. Jo, Magie. Wir sind absolut empfindlich gegen Magie. Okay, also müssen wir wohl mit Finn kämpfen. Finn und Aurora. So, da geht's wieder zurück. Gehen wir mal da runter. Da kamen wir her. Echt? Yep. So, da war aber noch eine Höhle, habe ich gerade ganz genau gesehen. Ja, du Schaf. Ha. Ich habe sie nicht gesehen, dass obwohl ich leuchte. So, da geht's nicht lang. Da geht's auch nicht raus. So, ist das irgendwie Wind. Ich probiere mal runter zu fliegen. Hier ist noch eine Truhe. Sehr gut. So. Wir schliffen das auf 4x2. Und denke ich immer noch in den Rambert-Ebenen? Schau nur auf die Karte. Wir sind angeblich noch hier. Ja, sind wir. So, da ist ein Wasserfall. Wie, der wird sich weggezuckt ist. Merkwürdig, wo kommt dieser Wasserfall her? Hier geht's nicht weiter. Ah, ha, ha, ha. Cool, denken da unten ist was. Ein Staub. Yay. So, das war's. Magieresistenz, Sternstaub. Na dann. Die Resistenz von Aurora schon ganz schön hoch. Es wird auch erklären, warum der Golem nicht so viel Schaden gemacht hat. Die sind einfach generell sehr stark Verteidigung, wie du festgestellt hast. Apropos, trotzdem werden wir immer Blitzfähigkeit verpassen. Okay, dann ist die Okuli. So. Lichtschaden, genau, Blitz haben wir ihm gegeben, aber andererseits ist eigentlich gar nicht. Na, nehmen wir, tauschen's. Tauschen die von den beiden. So, das heißt, wir sagen hier. Wie kann ich die rausnehmen? Da entfernen. Jetzt entfernen wir den Finn. So, der kriegt jetzt erstmal den hier. Kugeln der Saphir. Und er kriegt den Blitz. Hoher Blitz, Blitz. Was ist hier da? Da. Smaragd. Ja. Gut, okay. Und Gegner. Boom! Wir müssen unbedingt ein bisschen aufpowern. Du hast auch so eine Flammenspinne dabei. So, da tauschen wir jetzt aus. Und zwar probieren wir es doch gleich mal aus, ob das jetzt was gebracht hat. Jo, gucken wir mal. Aber ich mach die erstmal sehr zerschmettern, weil so viele da sind. Genau. Und. Boom! Jo. Und wo die Splitze sind. Auf die Spinne macht auch ordentlich Schaden. So. Doch, sehr gut. Spinne. Zu spät. Wenn die halt so schnelle Attacken machen, kann ich nicht wirklich zu denen wechseln. Na toll. Ich glaube nicht, dass das reicht. Beteiligt. Verdammt. So, jetzt die Spinne. Probieren wir mal schnell zuzuschlagen. Ja, perfekt. Jetzt schnell zum Dings rüber. Damit der ein bisschen blockiert wird. Jo. Ich glaube, das musst du verteidigen. Ja, verteidigen. Oh je. Du musst leer. Sammeln. Gegner hier sind. Ha, gekontert. Sind schwerer geworden. Das musst du einsammeln. Da ist eine grüne Kugel noch. Oh oh. Keine Sorge, du bist nach dem Kampf eh geheilt. Okay, wenn du es sagst, dann vertraue ich dir. So, mal wieder gegen alle. Achtung, Spinne, die macht schnell Attacke. So, jetzt macht sie mal fertig. Spiduschki. Ausgelöscht und kritischer Treffer. Und ein neuer Stufenanstieg. Yay! Yay! Meistens jetzt auf Stufe 30. Yay! Yay! Wir haben sogar noch was gefunden. Guck, du bist wieder voll geheilt. Verteil die Punkte und dann beenden wir den Part. Sternlicht gegen alle. Cool. So, und hier wird Verteidigung erhöht. Hier gibt es noch nichts. Hier wird. Oh, wir sind mit der Spezialisierung fertig. Da können wir nur noch die eine da unten machen. Tschau. Gut, dann Magieresistenz wird erhöht. Hier wird Stärke erhöht. Und das war's. Gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.